Herzlich willkommen zu einer weiteren astrologischen Meditation und heute schließen wir das dritte Drittel des astrologischen Tierkreises ab und zwar mit dem Prinzip Schütze. Der Archetypus Schütze hat als bewegliches Prinzip den Jupiter und es geht beim Schützen um die Philosophie, den Optimismus, die weiten Reisen und die gute Fügung. Und in diesem Zusammenhang baut quasi auch der Jupiter Optimismus auf. Und ich denke, Optimismus ist etwas, das man gerade in diesen Zeiten eh ganz gut brauchen kann. Eben dieses, es geht weiter, man findet Wege und es fügen sich auch Dinge im Guten zusammen. Eine weitere Analogie des Schütze-Prinzips ist die Hüfte, also körperlich. Wenn du da Themen hast mit deinem Bewegungsapparat, dann kannst du auch dich während der Meditation ein bisschen so auf die Hüfte konzentrieren und mal schauen, was sich da tut. Gut, dann starten wir mal. Schließ mal deine Augen und atme tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und spür jetzt einfach mal das vom Himmel ausgehend goldenes Licht auf dich hinabscheint. Von dort, wo du jetzt sitzt, scheint goldenes Licht auf dich hinab, es rieselt richtig runter. Auf dein Haupt, deine Schultern, durch deinen Körper hindurch. Durch deine Hüften, die Oberschenkel bis in die Füße hinein. Und dieses goldene Licht reinigt dich. Es reinigt dich von allem, was materiell ist, von allen Anbindungen, sodass du dein Wesen auf dein Innerstes, dein spirituelles Selbst ausrichten kannst. Den göttlichen Funken in dir. Und du erlaubst dir, dass du dich jetzt auf diesen göttlichen Funken einschwingst, konzentrierst. Und dieser Fokus auf deinen Funken, auf dein göttliches Licht, wird nun zu einer intensiven Bewegung in dein Innerstes. Du sammelst dich um dein Zentrum herum und machst dich auf die Suche nach dem Ursprung deines Lichts. Und du bewegst dich jetzt auf dieser Suche. Du setzt dich in Bewegung. Und das Erste, was du wahrnimmst, sind mal Bewegungen zu deinen Eltern zum Zeitpunkt deiner Schöpfung hin, deiner Geburt hin. Zum Zeitpunkt deiner Zeugung hin. Wo warst du, bevor du gezeugt wurdest? Wo war da dieses Licht? Bevor du in diese Welt inkarniert hast, wo warst du da? Warst du vielleicht an einem bestimmten Ort? Vielleicht karmisch auch schon irgendwo verwickelt? Irgendwo weit weg im Ausland?
in Südamerika, in Afrika, in Asien, irgendwo auf dieser Welt. Oder wo warst du zuvor? Und du spürst jetzt, wie sich diese Suche, diese Energie immer mehr und mehr verdichtet. Und du spürst, dass diese Bewegung auch etwas zurückgeht von der Erde. Du siehst die Erde aus einer Entfernung raus. Und du wendest deinen Blick zu den Sternen hoch, in diese Unendlichkeit. Und du spürst, dass in dieser Unendlichkeit auch Teile von dir vorhanden sind. Und du erlaubst dir jetzt, auch diese Unendlichkeit zu bereisen. Und du spürst alle Sterne, alle Lichter, alle Planeten gleichzeitig. Du spürst diese Reichhaltigkeit, diese Fülle. Du spürst die Energie des ganzen Universums. Und diese Energie des Universums wird für dich ein goldener Mantel. Und mit diesem goldenen, strahlenden Mantel spürst du, dass kein Kummer so schlimm sein kann, keine Krise ewig währt, dass alles mit deinem inneren Licht erstrahlen kann. Du spürst, dass du gleichzeitig die Macht hast, Dinge zu fügen, zum Besten zu wenden, aber auch, dass es alles, was es gibt, alles, was je geschaffen wurde, im tiefsten Inneren gut mit dir meint, unterstützend ist, optimistisch ist. Und diesen Optimismus kannst du dir jetzt verinnerlichen, diese Stärke kannst du dir jetzt zu eigen machen. Und du nutzt jetzt die positive Fügung in deinem Körper. Dort, wo Prozesse ins Ungleichgewicht geraten sind, dort, wo du vielleicht seelische Schwere empfindest, dort wirkt jetzt diese Jupiter, diese Schützerenergie. Und nach der Endlichkeit des Skorpions spürst du jetzt in der Schützerenergie, dass du unendlich bist, dass diese Welt unendliche Möglichkeiten für dich bereithält. Und du genießt jetzt mal dieses helle, goldene, strahlende Licht, diesen unendlichen Mantel an Farben und Möglichkeiten. Und diese Energie, diese gebündelte, geballte Energie darf sich jetzt natürlich in dir manifestieren, und zwar auch um deinen Solarplexus herum, dein Sonnengeflecht. In deiner Körpermitte.
und du spürst, dass du diese Energie dazu nutzen kannst, alle Dramen zu überwinden, alle Schocks, alle Anstrengungen, alle Selbstzweifel, dass alles überwunden wird. Dass nichts ewig ist und dass alles in Bewegung ist und dass alles letzten Endes gut ist. Und dieses alles ist gut, atmest du jetzt dreimal tief ein und wieder aus. Alles ist gut. Und nachdem du das eingeatmet hast, wirst du in dir ruhiger und klarer. Du spürst deine Dankbarkeit und deine innere Ruhe und Klarheit. Und in dieser Energie kannst du nun noch einmal alles fügen, gut zusammenfügen. Und wenn du möchtest, denk an deine Chakren, Wurzelchakra, Nabelchakra, Solarplexus, Herz, Hals und drittes Auge, Kronenchakra. Und stell dir vor, dass sich diese Energiewirbel jetzt in der Art und Weise zusammenfügen, dass du optimal versorgt bist auf allen Ebenen. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie sich alles in dir ordnet und gut zusammenspielt in deinem Energiefeld, in deinem Körper, in deinem Leben und in deinem Umfeld. Jegliche Anstrengung verschwindet jetzt aus deinem Leben und wird transformiert. Du erstrahlst in einem wundervollen, optimistischen Licht. Und spürst, dass Vergangenheit von dir abfällt und dass dein Blick in eine positive, optimistische Zukunft gerichtet ist. Und dieses Ja zu dieser Zukunft, dieses absolute mit jeder Faser deines Wesens, zustimmende Ja, erlaube dir nochmal, dass du jetzt aussprichst. Ja, ich sehe eine positive Zukunft. Ja, ich werde diese Zukunft gestalten und fügen. Ja, das Leben fügt auch diese Zukunft für mich. Und nun atme nochmal tief ein und wieder aus. Und sieh dieses Licht vor dir und erlaube dir jetzt,
mit diesem Strahlen, mit dieser wundervollen Energie, dieser Jupiter-Schütze-Energie, langsam wieder in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Das goldene Licht setzt dich jetzt wieder in deinem Zimmer ab. Du spürst noch deinen goldenen Mantel. Du spürst den Weg nach vorne, die Energie, die dich nach vorne bringt. Du bedankst dich nochmal und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Beweg dich nochmal durch und öffne deine Augen. Wie ist es dir bei der Meditation gegangen? Wie fühlst du dich? Ich freue mich natürlich auf deine Kommentare. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Prinzip des Tierkreises, und zwar dem Steinbock-Prinzip. Bitte lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und ich freue mich auf nächstes Mal. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss.